So, hallihallo. In dieser Folge gehen wir, ihr habt es wahrscheinlich erraten, nach Terra 2. Also wir fliegen nach Terra 2 und fliegen mal unseren alten Lehrmeister an. Hallo, Assis. Wir landen. Assis, Information, bitte. Alter Mann. Wo bist du gewesen? Ich habe gegen Doskias gekämpft, einen abtrünnigen Erwählten, der nach der Macht des Chor strebt. Er hat versucht, mittels riesiger Okulare eine künstliche Konjunktion herbeizuführen. Die Folgen von Doskias Eingriffen waren bereits deutlich zu spüren. Das Chor ist nicht länger in der Balance. Es kann den Energiefluss innerhalb des Planeten nicht mehr richtig regulieren. Und ich fürchte, das wird katastrophale Auswirkungen auf unsere Welt haben. Es erinnert mich gerade sehr an den Film The Core, falls ihn jemand kennt, wo auf einmal der Erdkern sozusagen stehen bleibt und ist alles etwas, ich sag mal, wissenschaftlich nicht wirklich haltbar, soweit ich weiß, aber sehr unterhaltsam war es auf jeden Fall. Gut, reden wir mal über, also mit Assis, über alles. Ich habe den Erwählten geholfen, sich gegen Doskias zur Wehr zu setzen. Was ist geschehen? Wir haben versagt und jetzt kontrolliert Doskias die Armada der Erwählten. Aber ich bin mit wertvollen Informationen entkommen. Gunnar hat mir berichtet, dass Doskias künstliche Konjunktion die empfindliche Balance des Chor gestört hat. Wieso gibt das Chor Energie ab? Septerra wurde von unserem Schöpfer wie ein Uhrwerk angelegt. Es gibt 7 schwebende Kontinentalschichten, die Terre genannt werden. Diese umkreisen das Chor. Verbunden werden die Schollen durch die große Achse, eine Art biotechnisches Rückenmark, das sich von Pol zu Pol erstreckt. Durch die Rotation der Schollen dreht sich die Achse und es entsteht Energie. Diese Energie wiederum wird in dem biotechnischen Rückenmark gesammelt und in das Chor geleitet. Dort wird die Energie dann dazu genutzt, die Rotationsgeschwindigkeit der Schollen zu regulieren. Alle 100 Jahre erlaubt es die Konstellation der Schollen, einem Lichtstrahl bis zum Chor durchzudringen und die Maschine zu aktivieren, die tief in seinem Inneren schlummert. Während dieser Zeit bietet sich den Menschen die Chance, das Geheimnis des Chor zu entschlüsseln und das Geschenk des Schöpfers zu empfangen. Wie lautet die Prophezeiung Marduks? Oh Gott, nein. Nachdem Marduk die Welt aus Gemmas Klauen Hilfe! Und die Schlüssel wiedererlangt hatte, versteckte er sie. Denn Marduk war der Überzeugung, wir seien noch nicht bereit für die Macht, die man mit Hilfe der Schlüssel erlangen kann. Seinen Anhängern aber sagte er, dass eines Tages, wenn sich Septerra in großer Gefahr befände, die Schlüssel wieder auftauchen würden und wir mit ihnen die Macht des Geschenkes erlangen und die Welt retten könnten. Glaubte er an Gemmas Rückkehr? Nein, nein, mein Kind. Diese Dinge geschehen nur in alten Sagen. Natürlich. Nein. Ich fürchte, es gibt größere Übel, denen sich diese Welt eines Tages stellen muss. Übel wie die Gier, die Lust und die Ignoranz. Was, glaubt ihr, ist das Geschenk des Schöpfers? Man sagt, es sei das himmlische Königreich selbst. Was gibt's Neues vom Bürgermeister? Er hat herausgefunden, wie man die Workbots zu Warbots umprogrammieren kann. Ja, das haben wir schon gesehen. Wie ist es dem Bürgermeister nur gelungen, die Workbots neu zu programmieren? Das kann er nicht alleine geschafft haben. Nur einem höher entwickelten Geist oder mit einer uns überlegenen Technologie ist so etwas möglich. Ja, wo finden wir die? Natürlich, nicht in unserem Volk, sondern wo war das genau? In der Fabrik? In einem Dorf auf der untersten Scholle habe ich die Schnitzerei eines Wesens gesehen, das der Höllengott genannt wird.
Ich habe mal Gerüchte über ein Wesen gehört, das im Inneren des Kor im mit Lava gefüllten Kern hausen soll. Lava macht ihm nichts aus? Nee. Faszinierend. Noch nie zuvor hat man einen Underlost auf einer der oberen Schollen gesehen. Wer oder was sind diese Underlost? Manche sagen, die Underlost seien Menschen, die aufgrund der Strahlung des Kor mutiert sind. Ja, was sagen andere? Na gut. Wir haben wenig gemeinsam, alter Mann. Ich bin ein Kämpfer. Du bist ein Gelehrter. Marduk war beides. Gelehrter und Krieger. Ein wenig von beidem steckt in jedem von uns. Ja, was für eine schöne Samurai-Ethik. Was macht ihr da? Ich berechne die nächste Konjunktion. Die wird sich schneller einstellen als üblich. Da stimmt etwas nicht. Doskias ist zu weit gegangen. Seine Okulare haben großen Schaden angerichtet. Ja, und deswegen wollen wir jetzt auch Doskias erstmal aufhalten, als wir diesmal schön gesprochen haben. Aber erstmal, ach nee, wir brauchen gar nicht mehr pennen. Wie schön, weil wir sind ja schon voll aufgeladen. Ja, aber um ein bisschen Abwechslung zu bieten, werde ich jetzt mal die Member dieser Party ein bisschen ändern. Und zwar werde ich mal Selina wieder mit reinnehmen. Was hat eigentlich keinen besonderen Grund, soweit ich weiß. Ich will einfach nur mal wieder Selina haben. Nimm dafür Arheim raus und lass auch Badu drin. Badu ist ganz nett. Die anderen beiden sind mir, die anderen Leute sind mir erstmal völlig egal. Runner ist für mich völlig überflüssig in diesem Spiel. Entschuldigung, ich muss mit etwas gehen, weil es aber ist. Na gut, früher morgen ist es 11.30 Uhr. Na egal. Grub ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Nett finde ich ganz lustig, aber die ist mir jetzt auch wurscht. Und ich wurde von einem freundlichen Abonnenten darauf hingewiesen, dass die Leute hier offensichtlich globale Erfahrungen bekommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem Endboss kämpfe, gegen einen Endboss kämpfe und diesen besiege, wie zuletzt Balkam, also alias Wolverine, und die 16.000 Erfahrungen, 17.000 Erfahrungen bekomme, dann schlägt sie sozusagen auch auf diese 6 Gestalten sozusagen nieder oder die restlichen 8 Gestalten außerhalb von Maya. Und das ist ja ganz nett, also brauche ich theoretisch nicht unbedingt mit allen gleichzeitig immer zu kämpfen. Also ich brauche nicht sozusagen immer zu wechseln und damit jeder das gleiche Level hat, was mir sowieso mittlerweile unmöglich scheint, weil ich meine, sie hat 38, Led hat 17. Mal eben 21 Level aufzuholen, wird völlig unmöglich sein, ohne dass Maya nicht Level 40 wird oder sowas. Und das kommt mir sehr gelegen. Trotz all dem werde ich ab und zu mal die Party, also die Leute ein bisschen ändern. Damit ihr ein bisschen was anderes seht, ein paar andere Leute, ein paar andere Gestalten. Und ab und zu kann es ja auch sein, dass dass bestimmte Events ausgelöst werden von bestimmten Charakteren. So. Was wollte ich gerade machen? Ich habe es völlig vergessen. Ich glaube, ich wollte nach Terra 1. Kann das sein? Es kann sein. Ach nein, Moment, fällt doch was auf. Auf Terra 3 haben wir was vergessen, glaube ich. Ein ganz kleines Ding. Irgendwo im Helgarkhafen ist doch hier. Wo ist es denn? Da, genau. Ein kleiner See. Können wir mal kurz mal landen. Ah, idyllisch. Na, wo seid ihr denn? Hallo? Sag bitte nicht, dass ich das schon gemacht habe. Habe ich hier die blöden Krabben schon erledigt? Hallo? Krabbi. Okay, ich habe sie schon erledigt. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich war gar nicht hier. Ja. Yeah. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Doskias aufhalten. Das tun wir natürlich auf Scholle 1 möglichst. Ja, Hauptstadt der Erwählten. Nee. Abwasserkanal der Erwählten. Ja, genau. Hier sollte man irgendwie rein. Ich weiß nur nicht mehr wie. Lass mich raten. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Abgeschlossen. Ja, Selina, kannst du vielleicht irgendwas... Ach nee, kannst du auch nicht machen. Ja, super, haben wir schon einen Schlüssel bekommen irgendwo hier? Nein, Rohr, Farbspray. Korit-Okular, Chorschlüssel. Nein. Vogelfutter, ach, 3 müssen wir noch holen. Verdammter Mist. 3 Vogelfutter. Wo kriegen wir jetzt den blöden Schlüssel her? Lass mich raten, nicht hier.
Also den Hauptstädter erwählten wahrscheinlich nicht. Hätte eigentlich gedacht, dass wir den Balkan abluchsen. Das tun wir aber scheinbar überhaupt nicht. Ups, bin ich in den Ziel gelandet. Ah ja, genau. Ein Zufall. Das kann passieren. Na gut. So, zurück im Glück. Ich muss gestehen, ich habe gerade kurz mal auf der Komplettlösung nachgelesen. Und wir haben ein bestimmtes Event noch nicht getriggert. Wir hätten jetzt von Assis eigentlich einen Schlüssel bekommen müssen. Deswegen war ich auch gerade so verwirrt, ehrlich gesagt. Und zwar den Schlüssel zu den erwählten Abwasserkanälen. Aber vorher müssen wir noch scheinbar Scholle 7 kurz bereinigen, die ich eigentlich erst direkt danach machen wollte, genau genommen. Wir hatten ja schon vom Höllengott gesprochen. Moment, wo wollen wir hin? Der Moderwald, genau, da wollen wir hin. Wir haben Badu dabei, alles gut. Wir hatten ja bereits vom Höllengott gesprochen. Des Öfteren, der sozusagen jetzt in der Lava lebt, hat uns Assis auch gerade davon berichtet. Okay. Schön. Ja. Und es gibt ja auch eine Region im Moderwald, die wir vorher nicht betreten konnten, weil es einfach mal so verdammt stickig war. Aber wir haben ja im Ankaranischen Forschungslabor haben wir 3 Bio-Atemmasken erhalten. Und diese werden wir jetzt hier auch mal einsetzen. Nachdem wir diesen Kampf hinter uns gebracht haben. Denn mit diesen Bio-Atemmasken können wir auch in diesen dickluftigen Dschungel sozusagen vordringen. Wie viel Schaden machst du eigentlich? Ah ja, ganz nett. Und uns sozusagen dieser lebensfeindlichen Region stellen. Ach ja, stimmt, wir halten alle überhaupt nichts aus. Beziehungsweise ich bin jetzt total stark, also viel zu stark für die. Ganz hervorragend. Na, jetzt piekst du dich wahrscheinlich ein bisschen, was mir ziemlich egal ist. Ja, das ist mir völlig egal. Da kannst du die ja nicht jetzt platt machen. Das war wieder so ein völlig unnötiger Kampf, der mir überhaupt nichts bringen wird. Einfach nur Zeit raubt. Ja, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Geld. Ist mir völlig egal. So, weiter geht's. Ja. Und genau, auf dieser Scholle 7, also logischerweise, also der soll ja, dieser Höllengott oder so, soll ja in der Lava wohnen, praktisch im Chor soll er hausen. Und was läge sozusagen näher, diese Bestie zu erledigen, als direkt auf Scholle, nach Scholle 7 zu gehen und ja, sozusagen direkt zum Chor überzutreten, das jetzt sozusagen unsere Aufgabe sein wird. Die Luft ist unerträglich. Ja, die Luft ist unerträglich, aber nicht, wenn wir Sauerstoffmasken haben, beziehungsweise Bio-Atemmasken. Bla, Tatze. Wo ist es denn? Nein. Atemmaske, Nummer 1. Ah, wenn wir natürlich alle ein bisschen was verlieren. Quicklicht hast du. Was für Mist. Naja, gut. Tatze, Quicklicht und... Was hast du? Eine Metallspange. Das muss ich mir kurz mal merken. Ach nee, du brauchst ja keine Bio-Atemmaske, oder? Nee, brauchst du nicht. Weil du eh schon cool genug bist. Ich muss dir kurz mal aufschreiben, dass ich eine Tatze und ein Quicklicht hatte. Tatze. Das ist Maya. Und Quicklicht. Das ist Selina. Wunderbar, dankeschön. Sonst vergesst das wieder. Und jetzt wieder ab in die Prärie oder in den Dschungel. Welcome to the jungle. Die Gasmasken funktionieren. Gehen wir. Ja, yeah, natürlich funktionieren sie. Oh Mann, wie übersichtlich. Was für eine großartige Karte. Ich versuche also scheinbar diesen komischen gelben Punkt da unten zu erreichen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich gehe wahrscheinlich einfach mal oben rum. Mache ich mal so einen schönen großen Bogen. Ach nee, warte mal. Das ist echt totaler Quatsch. Ich gehe lieber unten rum einen schönen kleinen Bogen. Da pennen schon wieder ein paar Viecher. Nee, pennen sie nicht. Aber sie greifen mich nicht an, was völlig okay ist. Nicht jedes Vieh muss mich ja angreifen. Wir werden wahrscheinlich noch oft genug hier kämpfen müssen. Denn es wirkt so Septarkor typisch wie eine, wie der Auftakt einer riesengroßen Region. Und wo bin ich hier eigentlich? Ich bin da und da runter müsste ich eigentlich. Und, ach, Herrgott, nochmal. Es geht schon wieder gut los. Ich will zumindest in dieser Folge noch an diesem gelben Punkt da angekommen sein. Und erst da meinetwegen einen Schnitt machen. Aber so weit soll es noch wenigstens kommen. Und es mir egal, ob es jetzt 20 Minuten oder eine halbe Stunde dauert. Das muss mir egal sein. Da müsst ihr jetzt durch. Also ich muss jetzt vor allem durch. Ah, Ruinen. Was kann man denn hier machen? Sieht schick aus. Bisschen modrig. Haha, im Moderwald. Modrig. Ja. So, okay. Hier ist nichts von Bedeutung, scheinbar. Obwohl, warte mal. Ich könnte nicht einfach so Ruinen in der Gegend rumstehen, ohne dass hier irgendwas sein soll. Okay, hier kommt man scheinbar wieder raus. Ach, ist mir jetzt egal. Gehen wir gleich zum gelben Punkt. Da oben ist eine Mücke.
Okay, hier ist eine Mauer. Aber man kann ja scheinbar ein bisschen rein. Ah, eine Kiste. Okay. Ein blauer Stern. Was zum Henker ist ein blauer Stern? Ah, das ist wahrscheinlich ein blauer Stern. Gibt 150 Core-Energie zurück. Das ist ja mal richtig geil. Da sage ich nicht nein. Ich meine, ich habe nicht mal andersweise 150 Core-Energie, aber... ja. Besser haben, als halt nicht haben, ne? Oh, ganz viele Mücken. Ja, da fehlt mir jetzt ein bisschen der Arime, aber da kann man nichts machen. Oh, und der Dschungel ist auch schon wieder ein bisschen heftiger, wie man sieht. 10 Punkte Schaden pro. Mhm. Ja, ja, das war wohl nix. Maya. Du siehst aus, als würdest du eine Granate werfen wollen. Du bist echt verlangsamt, sag mal. Achso, ich bin jetzt verlangsamt. Gut, haben wir das geklärt? Denn Granaten treffen alle und... das kann man machen. Und zwar auf die da, genau. Oh Mann, das macht ganz schön viel Schaden, meine Güte. Da sage ich nicht nein. Getroffen und tot. Wow, du brauchst glaube ich auch fast nur einen Schlag. Also einen Strich, nee, brauchst du wahrscheinlich nicht, aber... als er verlangsamt. Aus gutem Grund. Das ist nämlich ganz schön gefährlich gegen die kleinen Kackmücken hier. Aber der Kampf ist an sich sehr nett. So, du nochmal einen. Maya nochmal einen. Okay. Also, wie gesagt, Maya nochmal eins, Lila nochmal einen. Genauso wie es geplant war. Dann ist er passé. Also eher der Mücke. Ja, sicherlich wenig Erfahrung dafür, aber ich bin wahrscheinlich auch schon verwöhnt von den Kämpfen eben, wo ich jedes Mal über 1000 Erfahrung bekommen habe. Ich kann gar nicht mehr ohne. Okay, Ruinen. Ah, hier geht's runter. Ja, Mensch, wie praktisch. Da kann man ja jetzt direkt hier einen Schnitt machen, nicht wahr? Ja, und das mache ich auch gleich. Bis gleich.